So, meine Freunde, willkommen zurück zu einer weiteren Episode eines Pokémon Feuerrot Mega Randomizer Nuzlocke Parts. Und in der heutigen Episode werden wir weiter mit der Siegestraße machen, denn wir waren ja in der letzten Episode hier stehen geblieben. Und die letzte, oder die Siegestraße ist das letzte Hindernis, bevor wir mit der eigentlichen Top 4 beginnen. Und so, erstmal die Fire Punch. Ehrlich gesagt, habe ich mal ein bisschen nachgedacht und mir ist ein kleiner Bug eingefallen, der eventuell vor den Top 4 ein kleines Problem für uns darstellen könnte. Und dieser kleine Bug ist der Bug, dass ich weiß nicht, ob ihr mal Feuerrot Blattgrün gespielt habt. Habt ihr mal Feuerrot Blattgrün gespielt? Höchstwahrscheinlich ja, ne? Oder habt ihr dort auch mal gecheatet? Oder irgendwie ein Action Replay benutzt oder was weiß ich, irgendwie so ein bisschen rumgemuckt mit der Save-Datei? Denn wenn ihr das mal gemacht habt, dann ist euch eventuell aufgefallen, dass es möglich ist, dass ihr dann Probleme habt, die Top 4 zu betreten, weil der Typ da immer wieder davor steht und sagt, Lorelei von den Top 4 ist nicht da, die ist irgendwie auf Reisen, die macht gerade Knie-Krangi mit zig Randoms oder was weiß ich, ja. Und ich habe überlegt und eventuell könnte das mit dem Nationaldex auch ein Problem sein. Also wir haben ja den Nationaldex jetzt auch davor bekommen. Und eventuell könnte das, wie gesagt, ein Problem darstellen, dass wir den Nationaldex so früh bekommen haben, bevor wir die Top 4 überhaupt zum ersten Mal besiegt haben. Und ich weiß nicht so recht, ob wir überhaupt ohne Probleme in die die Top 4 betreten können, beziehungsweise dürfen. Das wird äußerst interessant, ob wir das dürfen und wenn ja, wie, wo, was. So, Byte, TM7, nee, TM7, Byte, das brauchen wir nicht. Und da habe ich schon die ganze Zeit so gefragt, ja, kannst du da jetzt eigentlich rein ohne größere Probleme oder wird dir der Eintritt verwehrt? Und ja, ich hoffe mal, wir werden das in dieser Episode noch rausfinden, denn irgendwie lässt mir das keine Ruhe. Und wow, Graveler mit Color Change. Color Change wäre auch mal geil. Auf einen unserer Pokémon. Also Farbwechsel, das was Kecleon eigentlich hat. Ich finde, Kecleon ist ein super tolles Pokémon, ein super cooles Pokémon. Und unser Gegner wechselt jetzt erstmal Rayquaza rein. Und Rayquaza war vom Typen Drache. Also wechseln wir unsere Fee rein. Haha. Sechste Gen-Witze for the win. Ja. So, Sandstream wird jetzt auch aktiv. Was machen wir jetzt? Erstmal werden wir getroffen und Fee auch. Okay. Machen wir einfach mal Rocks. Oh mein Gott. Supersonic. Von diesem motherfucking Rayquaza. Ah. Na, jedenfalls, meine Freunde, ja, ich weiß nicht, inwiefern das eventuell ein kleines Problem für uns darstellt. Und irgendwie hat uns dieses Rayquaza gerade mit Torment fast genommen. Torment, Folterknecht, hätte jetzt in der, ich glaube, in der vierten Gen, wenn dieses Rayquaza denselben Move in der vierten Gen benutzt hätte, dann hätten wir jetzt Steinhagel nicht einsetzen können. Denn Folterknecht verhindert, dass man zwei Angriffe hintereinander benutzen kann. Es gibt auch so ein gewisses Pokémon namens Heatran, was von diesem Move in der fünften Gen und in der vierten Gen sogar schon ja, ziemlich viele Vorteile für sich gewinnen konnte. Das hieß dann Torment Tran. Also Torment, wer es ja gerade gesehen habt, Folterknecht und Heatran halt. Äußerst interessant, finde ich. So, Megahorn. Und ich muss sagen, oh mein Gott, ich wollte gerade Fee loben und dann passiert so eine Scheiße. In Klammern, Fee brennt. Naja. Ich bin sehr zufrieden mit meiner Fee. Und auch mit Mr. Morse, wenn ich ehrlich bin. Zwei Pokémon, die richtig gut sind und richtig gut dabei sind. Morse hat halt den Vorteil, dass er unglaublich effizient ist auf spezieller Seite. Kann sich hochboosten und dann richtig hier zerstören mit Blaze Kick, mit Ice Punch und weiß der Teufel was. Aber der Sandsturm, der macht mir gerade ziemlich, ja, viel so, oh mein Gott. Ich denke, ich speede das einfach mal ab, weil ich da gerade Lust drauf habe und ja, Muddy Water geht natürlich daneben. Das Problem bei sowas ist natürlich auch immer, dass ich mich jetzt auch an die sechste Gen gewöhnt habe. In der sechsten Gen ist es ja so, dass diese ganzen Wettereffekte oder Wetter halt nur 5 Runden lang hält, beziehungsweise 8 Runden, wenn ihr dieses gewisse Steinchen auf eurem Pokémon dranlegen habt, ja. Und daran habe ich mich jetzt gewöhnt und deswegen kommt mir diese ganze Animation mit dem Sandsturm so lang und langwierig und das muss es sein. So, Onix wird von den Dingern getroffen, das heißt, es ist okay.
Und ich sowieso besiegt. Von daher machen wir uns jetzt einfach mal keine. Hieß der gerade Paisy? Ich dachte, der hieß Paisy. Paisy G, mein Bro. Der mir öfter mal ein paar Teams gebaut hat. Ein sehr dufter Typ. Schöne Grüße an dich, Kollege. Ja, und ich habe jetzt gestern erstmal noch meine Geschenke von meinem Schatz bekommen, von meiner Frau Pixel World, ja. Und ich fand das ziemlich cool, was sie mir gegeben hat. Die hat mir so ein schönes Armband gegeben. Muss ich mal irgendwann im Livestream mal in die Cam halten. Richtig cool. Da steht halt, ich liebe dich auf Türkisch drauf, dies, das, Ananas. Fand richtig cool. Und ich habe noch zwei süße Karten bekommen. Süße Karten. AK Genesect. Genesect, voll das süße Pokémon, ne? Muss man so sagen. Ja. Aber es ist auf jeden Fall ein Full Art Genesect. Das habe ich mir die ganze Zeit gewünscht, aber ich habe Booster Packs geöffnet, ich habe getauscht, ich hatte drei Displays geöffnet, aber es war kein Full Art Genesect drin. Full Art Karten sind diese Karten, die über den ganzen Bildschirm verteilt sind, die nicht nur diesen komischen Kasten haben, sondern halt so ein Komplettbild, sagen wir mal. So halt so eine komplette Full. Ach, egal. Ich definiere gerade Full Art mit Full Art. Richtig gut. Egal. Und das habe ich halt von ihr bekommen und ich habe mich riesig drüber gefreut, ja. Weil ich mir das halt natürlich ganz doll gewünscht habe. Und dazu habe ich noch ein Arcani bekommen. Und zwar eine Arcani-Karte. Und zwar war das dieses, kennt ihr noch damals bei den Karten? Es gab immer so dunkles und helles, ja. Das war ganz früher die ersten Sets. Und da gab es auch so ein Arcani davon. Und zwar gab es ein helles Arcani. Und das war voll süß. Das heißt Light Arcani auf Deutsch. Hat so Rosen im Hintergrund, fast eigentlich gar nicht so Arcani, aber es sieht so elegant so drauf auf diesem Artwork und es ist nur einfach nur eine coole Karte. Also, die habe ich mir auch ganz doll gewünscht. Habe ich bekommen, habe mich tierisch drüber gefreut und ja, war allgemein ganz schön. Heute kommt halt noch meine Tante zu Besuch. Ein bisschen mehr der Familie und wir feiern hier bei mir. Und mein Cousin, die ist das Ananas und oh, ich freue mich schon drauf. Sagen wir es mal so. Es wird ganz lustig. Und ganz schön vor allen Dingen und ja, eventuell auch entspannend. Na, was soll's. Ich glaube, das sind nicht mehr viele Trainer. Ich denke mal, es sind noch 4 oder 5 Trainer Maxi und oh mein Gott. Irgendwie fuckt mich diese Siegestraße jetzt gerade total ab, ne? Da kommt eine Hypnose aus dem Nichts. Was ist das denn? Und Swagger aus dem Nichts. Uah, Schluck auf. Das gibt's doch nicht. Ah, oh, kennt ihr das? Unglaublich. Und für all die Leute, die tagtäglich FIFA von mir erwarten, denen sei gesagt, dass FIFA jetzt hoffentlich morgen kommt. Ich warte immer noch auf so ein komisches Gerät, mit dem ich aufnehmen kann. Aber wenn dieses Gerät da ist, dann wird natürlich FIFA gedreht. Ist ja klar. So, Full Heal hat erstmal auch noch meine Verwirrung geheilt, was ich richtig cool finde. In der ersten und zweiten Champ war das, glaube ich, gar nicht möglich. Dass ihr mit Full Heal, also mit einem Hyperheiler Verwirrung mitten im Kampf heilen konntet. Das ging. Oh, Memento. Memento Mori. Attack and Special Attack Harshly Fell. Da müssen wir. Oh, da hätte ich ruhig auswechseln können. Da wechseln wir mal auf unsere. Ne, Fee nicht. Wechseln wir auf. Rabia aus. Rabia hatten wir auch lange nicht mehr. Rabia ist unser physischer Angreifer en masse. So Surfer. Und Gligar mit Mag Punch geht mir natürlich jetzt auch gerade ein bisschen auf den Keks, ne? Gligar, lass das sein. Wechsel, okay, Wechsel auf Golbat. Okay, verstehe ich jetzt zwar nicht, was dieser Wechsel gerade sollte. Ich meine, mit Magpunch hat sie doch ganz angenehm. Ach so, wegen Gast. Ich verstehe, wegen Gast. Sehr cool. Oh, ich stand einen Crit, der mir sehr hilfreich sein wird. Psychokinese und Rip Golbat. Was machen wir denn jetzt? So, Psyder kann sie auch noch. Ich kann ja halt, wie gesagt, davon erzählen, was ich in den Ferien vorhabe. In den Ferien ist ja natürlich auch wieder Weihnachten. Aber Weihnachten, dazu habe ich ja halt nicht so einen gewissen Bezug drauf. Aber in den. Oh, muss das denn. Oh mein Gott, muss das denn sein? Da habe ich vor, ganz viel zu machen. Auf jeden Fall viel aufnehmen. Und mich eventuell auch um mein. Um ein gewisses kleines Wintergeschenk für euch zu kümmern. Wintergeschenk? Ich habe nichts gesagt. Was? Aber ich freue mich schon riesig drauf. Ich hatte vor, mich morgen dran zu setzen an dieses Winterding. Oder Weihnachtsding für euch. Und das wird dann schon recht cool, recht interessant. Was ihr auch dazu sagt. Und ich hatte auch wieder vor zu streamen in den Ferien, ist ja klar, weil wenn ich viel Zeit habe, dann kann ich natürlich auch immer wieder mal zwischendurch streamen. Warum auch nicht, ne? Stream ist ja was Schönes, Stream ist was Feines und Stream sollte man ruhig öfter, ne? Besonders hier ich stream ja nicht so oft. Aber ich habe wieder vor zu streamen, ja, wohl. Wohlgemerkt, sagen wir mal so, so Label.
Wechseln wir auf Minotaurus. Minotaurus war vielleicht nicht so gut, weil Larry natürlich eine physisch relativ viel aushält, aber es ist immer wieder schön zu sehen, dass so etwas wie Poison Tail auf ein Layren eingesetzt werden kann, ne? Ich meine, warum nicht? So Metal Claw vielleicht. Auch nicht sehr aktiv. Was ist denn das vom Typen her? So, ey, Moment mal. Hat der Typ gerade erstmal Hagelsturm eingesetzt und dann Weatherball? Das ist eine Kombi, die ich jetzt in diesem Mega Randomizer nicht erwartet hätte. Das muss ich mal wirklich sagen. Denn wenn er erstmal Hagelsturm einsetzt und darauf für einen Meteorologe oder Wetterball, dann wird natürlich Wetterball zu einem Eistypen. Richtig. Sehr interessant. Und wenn ich schon sehe, wie diese ganzen Trainer ihre Pokémon die ganze Zeit permanent aufpeilen, dann habe ich schon gar keine Lust mehr auf die Top 4. Dann wird es nämlich irgendwie in den Top 4 so sein, dass dann ist man kurz davor, so einen entscheidenden hier Kill zu landen und auf einmal Top Genesung. Da habe ich gar keinen Bock drauf. Noch ein Larry, oh mein Gott, das tut mir nicht an. Pff, Uri, komm. Auf Uri ist Verlass. Uri, du fetzt jetzt dieses Larry bitte für mich weg, indem du einfach mal Overheat einsetzt. Step Overheat. Ist doch, nee, ist nicht mal Step, ne? Na, egal. Hat ja gereicht. Das ist das Mindeste. Oder? Uri, nee, Uri ist vom Typ Geist. Was ist Step? Was ist der App? Egal. Gardevoir. Da wächst mir Mr. Morsi ein. Morsi. So, Morsi setzt jetzt erstmal. Oh, Speed Boost. Geil. Habe ich eiskalt Speed Boost kopiert von diesem Gardevoir. Und ich bin paralysiert. Das ist nicht schön. Ah ja, und Tailglow. Ich habe in der letzten Episode gesagt, dass schon in der vierten Gen Tailglow den Angriffswert boostet und sagte 3 Stufen. Aber nee, diese 3 Stufen, die kommen erst in der 5. Gen ins Spiel, ja? Also bitte nicht verwechseln. Und die Thunder Punchende Gardevoir nervt mich gerade. Weil es einfach extrem viel Damage raushaut. Habe ich ja noch hier Full Heal? Nicht Full Heal. Full Restore brauche ich. Ja, ich sollte mir mal demnächst mal ein bisschen ein paar Full Restores kaufen. Oh. Destiny One. Was mache ich denn da jetzt? Ich wechsle auf Rabi, ja. Wir machen das jetzt strategisch. Ich habe keine Lust, wegen Destiny ein Pokémon zu verlieren. Wir machen jetzt Schliepowder. Schliepowder, genau. Schliepowder ist gut. Ja, wir müssen natürlich, ist klar. Und der setzt Focus Energy ein. Würde mich nicht wundern, wenn er jetzt mit Thunder Punch critten will. Aber hat er jetzt 5-mal Destiny One eingesetzt? Ja, die kann gar kein Destiny One mehr einsetzen. So, ist jetzt nochmal Schliepowder ein. Für den Fall der Fälle, dass da nichts passiert. Und jetzt mal Strength. Wie? Nein. Das gibt's doch nicht! One Turn Sleep, fick dich, du Bitch! Och man! Jetzt haben wir unseren besten speziellen Angreifer verloren. Regt mich das auf, wisst ihr das? Oh, und du hast noch eins! Dieses alte Schlampen-Pokémon. Destiny Bond, ey. Fickt euch das Destiny Bond. Ach, Rabia. Rabia, so ein cooles Pokémon. Werde die voll vermissen. Oh, noch eine Trainerin. Das auch noch. Komme ich überhaupt in dieser Episode aus dieser Höhle raus? Wir haben jetzt schon so viel verloren. Loudred. Kriegen Fire Punch ab. Und ich glaube, das war sehr effektiv. Deswegen können wir jetzt One-Hitten. So, Latios. Auch sehr effektiv, nice. Irgendwie ist Feuer in diesem Run richtig gut. Also Feuerattacken in meiner Edition des Mega Randomizers, die sind richtig gut. Oh, mein, wieder sehr effektiv. Okay. Finde ich jetzt ein bisschen mysteriös. So, okay. Metapod. Oh, Leute, Metapod. Also ich glaube, ich sollte direkt aufgeben. Also gegen Metapod habe ich gar keine Chance. So. So, was machen wir? Wir drücken natürlich Run. Na, wir wollen nicht dagegen kämpfen. So, Run. Nee, kann man. Rockstar auch sehr. Okay, wir sind jetzt gerade auf einer Streak. Vierer Streak mit sehr effektiven Attacken. So, Snorlax. Und auch wieder sehr effektiv. Okay, aber leider keine Wanted. Metronom. Whirlpool. Okay. Hätten wir nicht gewundert, wenn der jetzt irgendwie Explosion bekommen hätte. Metronom-Explosion. Hey, warum nicht? Mit mir kann man es ja machen. So, Rockslide. Sehr effektiv. Ich glaube, Snorlax ist von Typen Feuer. Könnte ich mir richtig gut vorstellen. Keine Ahnung wieso, so ein Megahorn. Ja, nee, ist nicht vom Typen Feuer anscheinend. Und er hat Rough Skin.
Interessant. Naja, was soll's. So, wir sind jetzt fast fertig mit der Siegestraße. Ich mache die Siegestraße jetzt auf jeden Fall noch in dieser Episode zu Ende. Ach, Rabia. Ich vermisse sie. Jetzt schon. Die war richtig gut. Müssen wir halt ein cooles neues Pokémon dazu holen. Kokowai. Kokowai. Mirapla. Kokowai. Und die letzten beiden Trainer. Bevor wir hier endlich raus können aus dieser Hölle. Mit Cradily und Wooper. So, Overheat und Poison Tail. Reicht sogar für ein K.O., weil es effektiv war. Richtig schön. Jetzt müssen wir nur noch dieses Wooper besiegen. Curse. Ja, Octazooka und Silverwind. Octazooka. Ah, oh, Critical Hit. Nice. Und wir kriegen satte 250 Erfahrungspunkte. 250 und 250 Erfahrungspunkte. Richtig gut. So, das war Move Tutor. Der bringt uns was bei Double Edge. Nee, warum nicht? Bei Double. Na, nee. Da traue ich mich nicht. Nicht in einem Mega Randomizer. Oh, und endlich sind wir in der Top 4. Können wir jetzt überhaupt rein? Das interessiert mich. Wir können da rein. Interessant. So. Ich werde jetzt zur nächsten Episode erstmal ein neues Pokémon trainieren müssen. Denn Rabia hat es leider nicht geschafft. Rabia. Ruhe in Frieden. Du warst ein tolles Pokémon. Ein tolles Venonet. Und es. S. Ghost Grass, Forecast, Shadow Punk. Naja. Ich würde sagen, wir packen uns jetzt erstmal noch Morbing. Kokowai, darauf hatte ich nämlich richtig Lust. Und wir brauchen ein Pokémon Surfer. Und dann kommt natürlich Kokowai richtig gut gerade. Typ war Pflanze, ne? Ja, genau, Pflanze. Und ich würde sagen, meine Freunde, vielen, vielen Dank fürs Zugucken. Wir heilen jetzt eben schnell fix unser Team. Und ich würde sagen, vielen, vielen Dank fürs Zugucken. Haut rein, macht's gut. Und in der nächsten Episode werden wir uns die Top 4 verknüpfen. Haut rein, macht's gut, bis bald und ciao. Euer Regi.